schönen guten Tag, meine Damen und Herren, zur Episode 2. Nee, wir sind ja schon bei 3. Wir sind ja quasi, oh, tatsächlich, wir haben eine Trainingssession gemacht, sind ein Rennen gefahren. Das heißt, wir sind in der dritten Session mittlerweile. Also, moinsen, Magas und Margarinen. Ich habe heute mal wieder, ja, die feinsten aller feinsten Creme de la Creme Racer der iRacing-Szene in Good Old Germany dabei. Und zwar haben wir heute dabei den Abfolierer himself, den Daily Quester, den besten Fahrer in seiner Klasse, Pete. Moin Dicken. Dicken, Kappa. Und dann haben wir ja noch das Nachwuchstalent, was ja jeder mittlerweile schon kennt, denn wir sind gerade vor kurzem mit ihm auch ein 3-Stunden-Rennen auf Suzuka gefahren im Lexi Schmexi in Assetto Corsa, den Xentren. Moin. Man nennt ihn auch den Blitz. Wir haben heute Folgendes vor. Wir sind nämlich super dämlich, und das kann man auch mal sagen. Oder Entschuldigung, ich bin super dämlich, weil man möchte ja seine Gäste nicht gleich in die Scheiße reiten. Aber heute ist Sonntag. Und in iRacing ist das so, dass auf dem Sonntag eigentlich der letzte Tag ist, wo man Strecke fährt. Und natürlich ist heute noch eine Strecke dabei, die so eine richtige Arschlochstrecke ist. Und zwar Road Atlanta. Road Atlanta ist ein absolutes Chaos. Aber das wird uns gleich wahrscheinlich Pete, der alte Hase, erzählen, warum das eine richtige Bockwurststrecke ist. Und wir machen heute mal einfach so ein bisschen so eine Trainingssession. Wir quatschen so ein bisschen blöde und lernen diese Strecke. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Wir werden voraussichtlich kein Rennen fahren auf Road Atlanta, weil Pete hat mir nämlich heute schon gesagt, naja, weißt du was, Nils, eigentlich brauchst du ein bisschen länger, dies zu lernen. Aber das machen wir heute trotzdem und Rennen fahren tun wir nicht. Weil ab morgen kommt nämlich eine neue Strecke. Nee, ab Dienstag, da muss ich dich leider korrigieren, immer ab Dienstag. Also cool. Montag ist eigentlich der letzte Tag. Dann könnte man ja eventuell morgen nochmal so eine Session braten und ein Rennen fahren. Theoretisch, ja. Da möchte ich übrigens ganz kurz nochmal auf eure Kommentare eingehen aus der ersten Folge, denn da haben noch ein paar Leute was dazu geschrieben. Und ich habe mir gedacht, da wir ja hier sowieso ein bisschen interaktiver sind, gucken wir da einfach fix mal rein. Denn da wurden nämlich folgende Sachen gesagt. Da wurde nämlich richtig schlimm über Pete gemeckert. Was? Ja, die Leute haben richtig rumgeflamed. Was? Ja. Hier hat zum Beispiel ein User namens PeteSnake hat geschrieben, hab vor lauter Lachen Pipi in den Augen und auch 2-3 Tröpfchen in der Hose, Papa. Und schöne Grüße an Over the Clock. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Das ist, muss ich ganz ehrlich sagen, so ein richtig blöder Kommentar. Sehe ich auch so. Ja. Musste löschen. Muss ich löschen? Weg damit. Nee, musste nicht, aber... Das Intro hat mich komplett zerlegt, wenn ich ehrlich bin. Moinsen, du hast Dicken vergessen, Dicken. Hat er heute übrigens richtig gemacht. Ja. An der Stelle Nix28 hat gesagt, schön, dass du wieder bei iRacing zu sehen bist. Nix, ich freue mich auch, ehrlich gesagt, mit den Jungs in iRacing zu fahren. Aber hier, den finde ich ganz schön, von Mestrogon. Der hat geschrieben, die Jungs müssen noch ein bisschen auftauen, aber schönes Video. Schockstarre. Siehst du? Ja. Die sind immer noch nicht aufgetaut. Hat er aber wahr. Ja, ist frisch, ne? Ja. Ja gut, ihr wisst ja, aber das ist ja, das glaube ich, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ihr habt ja auch so, ihr nehmt ja immer darauf Rücksicht und grätscht nicht rein, weil ihr, glaube ich, so ein bisschen Anstand davor habt, glaube ich, oder? Könnt ihr mal meinen, schon. Oder? Also. Ja, ja. Also man spürt richtig, wie ihr vom Stammtisch kommt. Also ihr habt richtig Bock zu reden, ne? Darum geht's ja nicht. Du hast es eben schon erwähnt, ob man das jetzt einen Anstand nennen möchte oder nicht. Aber wir wollen nicht immer da irgendwo reinkrätschen. Du machst dein Ding hier, wir sind dabei, erklären das und dann geht's ab. Ab die Maus. Ich würde ganz ehrlich sagen, wir machen das hier zu einem gemeinsamen Ding. Also Das ist nicht nur für mich, sondern das formt uns ja auch als Team Get Pole Racing. Das ist ja hier sozusagen eine Teambuilding-Maßnahme. Und übrigens, du hast eben schon wieder Dicken vergessen. Dicken. Ich kann das nicht dauernd sagen. Ich sag das nicht andauernd. Warum? Weil hin und wieder mal rutscht mir das raus. Dicken. Dicken. Na gut, geht doch, alter Folierer. Kurt hat geschrieben, gerne mehr davon. Mit den Jungs hast du dir gute Mates reingeholt, die auch einige Tricks und Kniffe in iRacing kennen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, als ich gehört habe, warum Reini heute nicht da ist, war ich sehr erschüttert. Reini hat nämlich die ganze Woche wirklich
seit Montag letzter Woche die Glocke gehämmert. Aber wirklich. Ding, dong, ding, an, aus, weil der war so heiß auf die Videos und hat die ganze Zeit die Glocke geläutet. Und irgendwann entstand ein Glockentrauma. Und jetzt sitzt Reini auf dem Stuhl im Seat zu Hause, im Racing Seat, und wackelt die ganze Zeit von rechts nach links hin und her und wartet, bis der Glockensound kommt. Also Reini ist heute verhindert. Der wackelt noch. Aber wir haben hier noch von Stübchen, Moni iRacer. Ich habe mich an iRacing noch nicht rangetraut. Bleib erstmal bei ACC, bis mehr Racecraft da ist. Ihr ja jetzt als erfahrene Racer da draußen, also ihr zwei beide, würdet ihr das jemandem raten, damit so schon anzufangen, wenn er noch nicht ganz so fit ist? Nee. Also erstmal würde ich auch normal oder andere Sims wie Race Room oder ACC oder AC fahren, bevor ich in iRacing reingehe. Weil das ist, ich will nicht sagen, hier geht es nicht um besser oder schlechter, ne? Nicht falsch verstehen. Hier geht es darum, ein bisschen Sim-Racing-Erfahrung zu sammeln. Und das ist, glaube ich, besser, wenn man das eher in anderen Sims erstmal holt. Ja, würde ich auch sagen. Noch dabei der Faktor Geld. iRacing ist nicht ganz günstig, ne? Das wissen wir alle. Und wenn man jetzt sich da einkauft und dann doch keinen Spaß daran hat oder keine Freude, weil man einfach nicht klarkommt, sage ich mal, hat sich der Preis wahrscheinlich nicht dafür gelohnt, ne? Wo wir von Preis reden, meine Damen und Herren. Um das ganz kurz mal in Relation zu setzen. Ich habe mir mal ein paar Strecken gekauft heute. Heute. Das hat schlappe, und jetzt haltet euch kurz fest, $108 gekostet. Also ich habe heute für $108 Strecken gekauft. Fürs Entertainment. Fürs Entertainment. Hier ist noch ein ganz wichtiger Kommentar. Und das ist auch der entscheidendste, den ich heute hier an der Stelle vorlesen möchte. Und zwar laut der wie folgt. Hahaha, die gute Daily Quest. Ja, die kennt man, ne? Und nun, das war das erste Video. Jetzt kommt das zweite. Ich möchte da ein bisschen drauf eingehen, Leute. Ich möchte mir das ein bisschen die Zeit nehmen, auch am Anfang, dass wir nicht nur fahren, sondern auch einfach mal darüber sprechen. Und zwar, ich habe zwar keine Ahnung von Sim-Racing, sagt Jimmy, aber es macht ultra Spaß, euch dabei zuzusehen. Ihr macht das super unterhaltsam. Gerne mehr davon. Das war übrigens das Rennen, was wir beide zusammen gemacht haben, Xander, als du noch Spotter warst. Ah, freut mich. Dann haben wir hier noch, ist klar, die alten Männer müssen ins Bett. Get Pole ist halt ein halbes Rentnerteam. Wer das wohl geschrieben hat? Ach, hier, Pete Snake. Ja, stimmt, Pete hat auch kurz bevor wir uns hingesetzt haben zum Aufnehmen gesagt, puh, ich bin aber müde heute. Hat auch schon gegähnt. Also potenziell wird das hier wieder so ein Singleplayer-Abend für mich. Pete. Ja, hier, ich bin hier. Wir haben übrigens gestern überlegt, dass wir wichteln dieses Jahr. Also ich möchte dieses Jahr bei Get Pole wichteln, habe ich mir überlegt, ja? Und okay. Dein Geschenk ist, zu Weihnachten kriegst du von mir 10 Liter Eis. Ja. 10 Liter Eis kriegst du, damit du das restliche Jahr über dein Eis hast, wenn wir Rennen fahren. Okay, ich dachte, ich krieg eine Salami, aber ist okay. Nee. Warum soll ich dir eine Salami schenken? Du hast doch selber. Weiß ich nicht. Ja, stimmt, ja. Die alte Schrumpelsalami, du. Der Jan hat können wir bitte weitermachen? Ja, Entschuldigung, ich wollte natürlich nicht unterbrechen. Der Jan hat geschrieben, saugeiles Rennen, hab absolut mitgefiebert. Gerade die letzte Runde war echt krass. Danke dafür, dass du mich zum Racing gebracht hast. Ich hänge zwar bei iRacing noch in der D-Klasse, aber das Multiclass-Race hat mich angespornt, höher zu kommen. Mach weiter so, Maga. Ja, Multiclass. Multiclass ist auf jeden Fall super schön. Gerade die LMPs, die immer reinstechen wie die Wilden. Puh. Richtig entspannt, ne? Also entspannt ist was anderes gewesen. Aber was ganz anderes. Schwitzt du da auch noch, Pete, als so 50-Jähriger, der seit 10 Jahren iRacing fährt? Nee, schwitzt nicht. Aber man hat halt, das Stresslevel ist halt sehr hoch, ne, wenn viel los ist. Man hat halt die Augen überall, muss im Rückspiegel haben, vorne, rechts, links, also im übertragenen Sinne. Mhm. Aber das Stresslevel kann da schon sehr hoch sein.
Das ist, auf jeden Fall. Das ist richtig, ja. Wir sind ja gestern, wenn ich das mal kurz sagen darf. Nee. Okay. Na klar, erzähl, wir sind doch ja, wir sind auf dieser Strecke hier in Road Atlanta, was wir gleich fahren, sind wir die 10 Stunden Petit Le Mans gefahren mit Get Paul, Reini, noch zwei andere, also der Robin und der Yves und Icke. Und da waren halt auch diese Klassen unterwegs. Und da musst du halt schon aufpassen. Und das 10 Stunden lang. Yes. Und auch nachts. Und wie gesagt, Stresslevel sehr hoch. Aber macht trotzdem Laune. Also es hat echt Spaß gemacht. Das stelle ich mir wirklich sehr stressig vor. Ja. Ich habe hier gerade noch eine Katze auf dem Schoß. Also ich bin ein bisschen gehandicapt. Aber wir haben auch alles schon mal so ein bisschen vorbereitet. Also ich habe heute mal ein bisschen was vorbereitet. Ich habe hier schon mal alles geöffnet und rausgesucht. Ich würde sagen, wir gehen auf Hashtag 264 drauf. Und dann werde ich euch heute mal mitnehmen auf die Reise, wie ich eine Strecke kennenlerne mit den Jungs. Also heute habe ich ja sogar sehr, sehr gute Lehrer. Xentre, du bist auch schon Road Atlanta gefahren? Nein. Du auch nicht? Nein, wir sind richtige Rookies heute. Oh, das wird ja eine richtig schöne Rookie-Episode. Oh, Pete. Oh. Moment, ich suche noch gerade die Strecke. Ich finde den nicht. Ich auch nicht. Ich habe mit 284 eventuell. Ja, habe ich doch gesagt. Du hast 64 gesagt, glaube ich. Habe ich das gesagt? Ja, dann nimm mal die 84. Ja, komm, das habe ich gar nicht gesagt. Warum lügt ihr jetzt schon wieder? Die Aufnahme kann das nicht beweisen. Regie, kurze wegschneiden. Wo ist er denn hier, der gute Pete Snake? Ich fahre mal raus, also mit dem R8 war ich noch nie auf der Strecke. Du bist doch gar nicht aber auf dem doch hier oben bist du. Nö, ich bin nicht drauf. Ja, nur entspann dich mal. So, bist du soll ich drauf? Was dazu sagen, während du mich filmst? Naja, ich würde jetzt erstmal sagen, wir gucken dir einfach mal eine Runde zu. Ja. Erstmal vorweg. So, ich müsste jetzt ganz kurz mal, genau, so mache ich das zu und dann gucken wir erstmal bei Pete zu. Trading Paints nicht vergessen, ne? Muss ich auch noch machen. Ja, Trading Paints sind bei mir immer Stunny an. So, ich mach mal ein bisschen leiser hier. Ah ja, hier, das sieht schon lecker aus, die Kurven, die man hier einsehen kann. Mmh. Oh, Pete, jetzt nach 10 Stunden rennen, ist er natürlich heiß auf der Strecke hier, ne? Ja, aber wir sind ja mit einem anderen Auto gefahren, ne? Dass du viel mehr ballern kannst, viel mehr Abtrieb hast. Ah, okay. Mit der Karre kenne ich gar nicht die Bremspunkte. Ja gut. Top-Trainer auf jeden Fall. Qualitativ hochwertig heute. 10 von 10. Aber sieht doch erstmal ganz gut aus. Ja, ich versuche sie mal so, dass du sie auch erklären kannst oder dass ich sie erklären kann, vernünftig zu fahren. Ja, was soll ich erklären? Ich kenne die Strecke gar nicht. Ich gucke jetzt erstmal nur zu und sauge auf, wie sie aussieht. Ich hätte mir übrigens meine Rennhose anziehen sollen. Habe ich auch noch nicht gemacht heute. Dein Rennoverall? Ja. Oh ja, das war der Gang. Hier die letzte Schikane vor Start und Ziel und dann kommt wieder so eine blinde Kurve. Da muss man richtig die Kuppe nehmen und dann in die Senke reinfahren, richtig, um auszuholen. Das wird für die letzte Kurve. Ist die Vollgas? Die ist Vollgas. Oha. Und dann hier richtig anbremsen. Also ich kenne hier nur die Bremspunkte mit dem GTE, aber ich glaube, das funktioniert auch mit dem GT3. Dann hier blind hochfahren, am besten leicht links bleiben, dass man den Curb früh sieht und dann abfliegen. Ne? So geht das dann. Ja. Ja, so muss das dann. Natürlich nicht. Habe ich schön gerade hier Erklärbär und dann passiert mir sowas. Ja, deswegen sag ich ja, willst du vielleicht doch einfach erstmal eine Runde so fahren? Oder? Wie er sich halt voll reingeschissen hat. Aber ich sehe schon, ich verstehe, was du meinst mit, wir fahren heute kein Rennen mehr. Ich verstehe es. So langsam. Schönes Carbon auch hier beim Auto. Eieiei. Rutschig oder was? Ja, sehr rutschig. Ich bin übrigens immer noch ein C. Wo ist denn... Oh, was, du bist schon A, Zentren? Ja, ja. Sag mal.
Schon lange. Also wirklich schon lange. Ja, ich hänge noch auf C rum. Xentran ist schon als A geboren worden. Das ist so richtig. A plus. Da wisst ihr mehr als ich. Wisst ihr mal. Oh, was macht der denn da vorne? Erstmal schön in der Mitte durchziehen oder was? Der hat richtig Bock gehabt. Ich bin ja sehr gespannt, wie das mit der Umsetzung aussieht hier. Also die Kurve ist sehr interessant hier. Und das auf Vollgas, naja. Da wird es bestimmt gut rutschen in der Reifen. Oha, da ist eine C mit 0,8 I-Rating. Mein lieber Mann. Der traut sich was, wa? Ja. Sieht sehr rutschig aus, das Heck bei dir hier. Ja, es kann jetzt auch sein, dass die Reifen halt, das ist ja in iRacing so, dass die Reifen ersten 1-2 Runden noch nicht so warm sind. Denk dran, nicht abfliegen, ne? Ja. Oh, diesmal gut, gut, schön. Curbs und Lava. Oh, geht doch, läuft doch. Dass man immer erst meckern muss mit dem Teamchef hier, ey. Mhm. Zum Kotzen. Hier, mach mal DRS an jetzt. Gibt's bei den Autos nicht. Warum denn? Haben sie nicht eingebaut. Schlechter Trainer. Da muss ich ganz klar sagen, ganz schlechter Trainer. Die Runde ist aber nicht so lang zeitlich, ne? Eine Minute? Also mit dem, ich glaube, gute GT3-Fahrer fahren einen 19er oder also 1,19. Ja. Oder also, 1,20. Ja, dann fahre ich eine 1,18. Also hier ist einer mit einer 1,18,7 gerade drauf. Ja. Sag ich ja, dann fahre ich eine 1,18. Okay, du gehst hier auch schon von der Bremse. Oh, ich wollte gerade sagen, das wird voll nix, du. Ja, man doch, wenn man sie gut erwischt und man kann da leicht über die Wiese fahren. Ganz leicht, das okay. geht. Ohne okay. Inks, also Incidents zu bekommen. Und meine letzten beiden Rennen waren sehr incidentlastig. Beides mal 16 und 17. Ui. Ups. Ja, das habe ich mir am Ende auch gedacht. Aber ich war einmal Dritter und einmal Zweiter. Da war mir das dann egal, weil wir wollen ja Rennen fahren und nicht Incident Points zählen, ne? Ja. Naja, aber die Inks haben halt natürlich auch was mit deiner Lizenz zu tun, ne? Ja, ich habe beides mal minus 0,1 Safety Rating gekriegt. Diese Safety, genau. Aber ehrlich gesagt ist mir das momentan egal, weil ich sitze im Auto, was ich gerne fahren möchte. Und ich will Rennen fahren. Ja, das ist eine gute Einstellung. Ich möchte dieses Mal, ich habe ja vorher sehr viel auch auf dieses Rating geschaut. Und das möchte ich gar nicht. Ich will Rennen fahren. Wenn irgendwie Scheiße passiert, passiert halt Scheiße. Kann man einfach nicht ändern. Oh. Boah, der hat aber geschoben hintenrum, du. Das ist jetzt aber... Du sitzt auch in einem GT3, richtig? Das ist GT3, ja. Ah, okay. Und wir sind halt gestern... Und wir haben ja halt über anderthalb Wochen trainiert. Im GTE. Ja. Also das Rennen, dieses Petit Le Mans. Ja, genau. Der GTE hat kein, der hat keine Traktionskontrolle. Sehe ich das richtig? Doch, Traktionskontrolle hat er, aber kein ABS. Ja, gut, ABS ist ja... Man bremst ja in iRacing eben nur maximal 80%. Ja gut, aber hier, wenn du im GT3 dich halt verbremst, dann hast du nicht sofort... Da schießt du zwar auch ein bisschen drüber, aber nicht so doll wie bei ohne ABS, ne? Ja, absolut. Wie beim GTE. Aber wenn du da falsch reinlatscht oder die Bremse halt falsch benutzt, die Reifen sozusagen blockieren, ja, dann war es das eigentlich. Da muss man sofort Gegenmaßnahmen ergreifen. Also Bremse lösen und so. Gegenmaßnahmen einleiten, sagt er.
Das sieht doch aber ganz gut aus hier, Mensch. Man könnte meinen, du bist die Strecke schon mal gefahren. Ja. Also bestimmt 5.000, 6.000 Kilometer die letzten 2 Wochen. So viel? Ja. Weil wenn ich mich so viel vorbereiten würde, dann würde ich auch mal ein Rennen gewinnen. Alter, das ist ja unglaublich. Was? Diese Jugend von heute. Ja, hör mal. So viel bereite ich mich. Also ich bereite mich schon mittlerweile viel vor, aber nicht so viel. Und ich sag mal so, Zentrin und moi, wir haben im letzten Rennen, was wir gefahren sind, sind wir Vierter geworden. In einem super starken Fahrerfeld, ja. Zieh ich meinen Hut. Und das mit beschissenen Reifen und kacki Regen. Also. Ah, wir haben Glück gehabt, gutes Wetter, ne? In iRacing. Ja. Ja, hier gibt's ja auch nur schönes Wetter. Hier ist ja auch nur schön Wetterrennfahrer. Ich muss ganz ehrlich sagen, Regen finde ich mittlerweile unfassbar gut. Ja, das macht Laune, ne? Das war eine Abwechslung auch so zwischendrin, ja. Wobei ich aber ganz ehrlich sagen muss, auf der anderen Seite finde ich das in iRacing sehr schön, dass hier nicht regnet. Ist ein bisschen entspannter. Ja, dafür hast du manchmal Bedingungen mit über 40 Grad an Strecke. Das gilt halt die Reifen, ne? Da bist du nur am Rumrutschen, nur am Schmieren. Da macht das dann genauso wenig Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich werde mich auch gleich mal auf die Bahn schmeißen. Ich habe meinen Caps gar nicht an. Ich muss mal kurz eine Anekdote erzählen in der Vorbereitung. Ich habe ja gerade erzählt, ich habe noch nichts gegessen, ne? Und dann habe ich gesagt, habe ich überlegt, naja, du stellst ja einfach mal eine Pizza, ne? Und dann sage ich so, boah, jetzt soll ich mir eine Pizza bestellen, Jungs? Und dann sagt Zentren so, ja, mach das, ist super. Und dann kommt Pete so, nee, mach das nicht. Mach dir mal eine Stulle. Und das Ding ist, ich esse ja sonst auch immer Schnitte, also Stulle, wenn ich nichts hab, ne? Aber ich hab nicht mal mehr Butter da. Und dann sagt Pete, ja, ist einfach mal ohne jetzt hier, bestell dir mal nichts. Jetzt darf ich mir nichts bestellen. Ich darf mir kein Essen ordern, weil Pete gesagt hat, darf ich nicht. Teamchef hat gesagt, ich muss auf Ernährung achten. Und auf deinen Geldbeutel. Hast so viel jetzt in iRacing ausgegeben, dann kannst du auch mal auf eine Pizza verzichten. Na, junger Mann. So, ich muss euch mal ganz kurz das Spiel nehmen, weil ich muss Setups laden und in iRacing darf man seine Setups nicht zeigen. Also machen wir das natürlich auch nicht. Wir fahren gerade Road Atlanta. Ach, Scheiße. Imsa. Wir nehmen das hier. Yes. Ich möchte ja jetzt irgendwie niemand zu nahe treten. In iRacing oder auch die ganzen iRacing-Fahrer. Aber ich gebe da ja einfach überhaupt gar keinen drauf, was da drin ist. Ich fahre ja einfach nur, ne? Das habe ich ja gestern auch mit Xentren gemacht in Assetto Corsa. Wir sind ja auch ohne Setup gefahren. Ich weiß nicht genau, also viele sagen mir, dass das sehr viel, dass das eine große Rolle spielt in iRacing. Ich habe aber auch, also ich bin jetzt 2 Rennen gefahren, auf Suzuka, 1 mit Setup und 1 ohne. Und ich war ohne schneller. Also mit Baseline quasi. Mhm. Vielleicht bin ich da auch einfach nur ein bisschen eigenartiger und anders an der Füße. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wenn man höher kommt, ne, also in die höheren Klassen, dass das da dann eine Rolle spielt. Weil da geht es ja dann auch wirklich um die Wurst. Ne? Aber ich glaube, so im unteren Bereich, jetzt wo ich mich befinde, ist das, glaube ich, noch nicht so wichtig, oder? Könnte sein, ja. Ich kenne da jetzt die Zeiten nicht so, was in den unteren Splits gefahren werden. Aber man muss schon sagen, in iRacing ohne Setup ist man eigentlich, hat man keine Chance. Muss man schon wirklich sagen. Ich habe irgendwo hab ich mir ein Pit-Limit da drauf gelegt, ne? Aber frag mich mal nicht, auf welche Taste. Auch wenn bei einigen jetzt bei den neuen GTE, und das haben die generell jetzt bei GTE so gemacht, und ich glaube bei anderen Klassen, nicht bei allen, aber bei anderen Klassen gibt es das auch, dass es sehr gute Baseline-Setups gibt, sogar mehrere für eine Strecke. Mit Low-Downforce, High-Downforce und wie sie alle heißen. Aber wenn man selber, wenn man irgendwo eins, man muss sie ja kaufen oder man baut sich selber, wenn man davon Ahnung hat, baut sich selber eins, dann ist man schon im Vorteil. Voraussetzung, man kommt mit diesen gekauften, ob sie nun VRS heißen, Greg, Pure, wie sie alle heißen,
Man muss natürlich damit auch zurechtkommen. Das ist das A und O. Oh Gott, ich muss ein bisschen aufpassen. Verzeihung, Boys. Ich habe hier ein bisschen reingekeckert gerade. Oh, das kenne ich aus dem Hessischen. Gekeckelt. Oh, erstes Mal Rodentländer. Eieiei, der hat sich aber auch hier gut verabschiedet. Oh, jetzt haben wir natürlich wieder auch super brutales Force Feedback. Also im Vergleich zu ACC ist das hier schon ganz schön heftiges Force Feedback. Dafür ist die Bremse halt viel entspannter in iRacing. Muss irgendwann nochmal, ich habe mir nämlich jetzt die Tage, also für euch da draußen auch, es gibt ja vielleicht Leute, die meinen Stream oder auch alle anderen Plattformen nicht konsumieren, also sowas wie Twitter und Instagram. Ich habe mir nämlich so eine Buttonbox zugelegt. Das ist ein Stream Deck, wo ich Icons geladen habe, die man sich angucken kann. Also die man sich, oha, die man sich runterladen kann und da ist sozusagen alles dann drauf belegt. Ich guck mal, ob ich euch das in die Kamera halten kann, hier. Und die habe ich jetzt für iRacing noch nicht fertig gemacht, die habe ich jetzt für ACC. Hier ist dann halt so Licht und sowas drauf, Motor starten, Bremse, Motoreinstellungen dazu, Replay speichern und lauter solche Sachen habe ich dann auf diesem Gerät drauf. Alles, was ich nicht am Lenkrad haben möchte und was nicht ganz so wichtig ist. Was ich ziemlich cool finde, das kann ich eigentlich eben nur empfehlen. Dazu kommt dann im Laufe der Zeit jetzt nochmal irgendwann so eine Box dazu, wo die dann reinkommt und dann sieht das so aus, als hätte ich wirklich wie aus so einem Auto so eine Buttonbox. Das wird schön. Jetzt habe ich natürlich großartig davon abgelenkt, dass ich mein Auto voll in die Wand gesammelt habe. Ja, wunderbar. Spitzenmäßig, habe ich gut hingekriegt. Nee, ich glaube, ich hätte mir noch ein neues Auto requesten sollen. Ist nicht einfach, die Strecke. Also sie ist, das Auto ist wild, muss ich sagen. Ja. Findest du auch? Ja, sehr. Man muss sehr zärtlich sein. Was? Du bist, ich würde das gerne jetzt sehen, wo du gerade bist, ey. Ich würde gerne, um auch lachen zu können, ey. Ich weiß jetzt gar nicht. Erzähl, komm. Oh, schöne Grüße an den Cutter übrigens. Ich habe die ganze Zeit nur mein Gesicht gehabt. Also die Leute konnten gar nicht sehen, was du erzählt hast die ganze Zeit. Okay. Und ich gucke auf den Bildschirm und mach Pause und mach und tu und guck irgendwann zur Tür. Oh fuck, ich habe ja nur die Kamera an, die Leute können das gar nicht sehen, ey. Oh, nee. Okay, pass auf. Wir müssen, glaube ich, nochmal zurück. Ja, ja, nichts gegen dein Gesicht, ist auch wunderschön. Dann mach mal nochmal auf die schnellste Runde und dann ist es ja sowieso an der Startziellinie Pause. Oh, mach da nochmal Doppelklick drauf. Ich guck gerade, ich höre dir voll gespannt zu, guck so im Augenwinkel, ja, ja, die Aufnahme läuft, ist okay, super. Und dann, die können, okay. Also, für euch da draußen, wir fangen dann jetzt mal offiziell mit dem Training an, oder? Ja, ich halte bei der Grasnarbe kurz vorher an. Oder, ja, dann fahre ich da schnell hin, warte, rubbel die Katz, dort, wo ich bremse am besten. Genau, ab dem Ende der Grasnarbe. Genau, da bremse ich ja, siehst du ja, das sieht man im Auto, also kannst einen Tick später bremsen, aber du hast jetzt auch das Auto im Blick, ne? Ja, habe ich. Ja, sehr gut. So, dann machst du wieder hier in diesem Rechteck, dieser linke Button, den drückst du wieder ein-, zweimal, sodass du auf ein Achtel oder ein Viertel kommst. Ich bin jetzt schon beim Apex wieder, beim nächsten Apex. Okay, ja. Aber ich habe betrogen. Also nochmal für mich zum Verständnis und auch den Leuten. Es kommt eine Grasnarbe, die man hier gerade gesehen hat. Also hier vorne. Und ab da fängt Pete an zu bremsen. Zärtlich oder doch schon mit Schmackes? Warte, ich guck nochmal. Das sehe ich ja bei mir. Zärtlich, so auf halb. Und dann in den vierten runter. So halbe Bremse in den vierten. Und dort, wo die Grasnarbe wieder anfängt. Genau. Da gehe ich eigentlich wieder schon von der Bremse weg. Und lass rollen mit leichtem Gas und versuche den Apex zu treffen. Ja.
So, und wenn ich merke, ich bin zu langsam, dann gebe ich halt ein bisschen Gas. Wenn ich merke, ich bin zu schnell, gehe ich vom Gas runter. Aber nach dem Apex bin ich schon wieder voll drauf bei dieser Runde. Voll auf dem Pinsel, ja, sozusagen. So, und dann hältst du mal auf Anfahrt, also berghoch, hältst du mal kurz das Auto an. Habe ich. Und da siehst du ja, dass ich noch nicht mal mittig fahre, sogar weiter rechts, links fahre. Ja. Um besser, jetzt kommt's, um besser gleich den Curb auf der linken Seite zu sehen, weil da muss ich mich dran halten, um dann auch zu bremsen für die darauf kommende Kurve. Okay. Weil das sind halt alles zwei blinde Kurven. Mhm. Das sind so Anhaltspunkte. Es gibt auch noch ein paar andere, aber das ist für mich, das habe ich auch von Reini gelernt, muss ich ganz ehrlich sagen, so die besten Anhaltspunkte. Ja, okay. So, dann kannst du mal wieder auf Zeitlupe weiterfahren. Ich habe eine Achtel und lass einfach hochlaufen. Ja, genau. Und das siehst du ja bei dem Curb kurz davor, bremse ich an, wo der Curb links anfängt. Bremse ich ein bisschen an, auch nur so ganz sanft. Ich fahre jetzt gerade erstmal den Berg hoch und bin am blauen Pylon vorbei. So. Blauer Pylon? Wo ist hier ein blauer Pylon? Bei der Boxenausfahrt. Ach, da bist du erst. Ja, na, ich habe ganz zärtlich, hab dir erstmal zugehört. Okay, so, wir fahren jetzt erstmal hoch hier. Genau, und dann am besten mittig halten, genau. Ja, dann sehe ich. Auf der Strecke. Und dann den Curb anvisieren, der links kommt. Und da vorher schon bremsen. Nicht zu doll, weil das Auto wird instabil, wenn du lenkst und bremst. Ja, habe ich gesehen. Du bist. Wie doll bist du drauf so? Ganz, ganz wenig. Also ich bremse lieber etwas früher und dafür wenig bremsen. Ein Drittel vielleicht. Okay. Und die ganze Zeit aber. Ja. Sehe so. Ich gerade. Und dann ungefähr siehst ja, wo ich dann so langsam die nächste Kurve anvisiere. Und da kannst du gut den Curb mitnehmen. Mit einer kompletten Seite kannst du den Curb mitnehmen. Okay, ich roll mal kurz rein und guck mal. Den rechten Curb. Ja, den nimmst du auf jeden Fall gut mit, ja. Ja, ja. Kriegt man auch, man darf ihn nicht zu doll, dann kriegst du nämlich diesen Incidenz. Ja. So, das ist alles blind. Diese zwei Dinger waren eben komplett blind. Das muss man halt trainieren und üben. Ja. Weil wenn du das nicht weißt, dann fährst du da komplett drüber oder fährst geradeaus. Eins von beiden. So, dann fährst du raus, gibst schon wieder drei Viertel Gas und hältst dich die ganze Zeit an diesem linken Curb, der dann kommt. Ja, genau, da bin ich. Die ganze Zeit. Ja. Da kannst du, gibst du so, so 90% bis Vollgas kannst du da drauf pinseln, wenn du das alles richtig erwischt. Ja, und dann mach mal bei dem nächsten Curb, der links kommt, wo die Einfahrt rauskommt auf der linken Seite, da machst du mal bitte Pause. Ja, habe ich. Da bin ich auch sehr weit links. Und da visiere ich schon mit leichten Einlenken, wenn du weiter machst, die nächste Kurve an. Die Rechtskurve. Ja, ja. Siehst du das? Ja. So, und da halte ich, da kannst du auch drauf fahren, kannst du sogar mit einer Seite leicht aufs Gras fahren. Ja. Da bin ich voll auf dem Pinsel, also voll volle Kanne. Ja. Auf den linken kann ich eigentlich auch, da kann ich drüber fahren, habe ich nicht gemacht. Dann gehe ich vor dem rechten Curb, der dann kommt. Ja. Dieser grün-weiße, wenn du aus der Senke rauskommst und wieder leicht nach oben fährst. Ja. Kurz davor gehe ich schon auf ganz kurz auf die Bremse. Warte mal, ich guck mal, wie viel, so halbe Bremse. Ja. Ganz kurz. Und lass dann die Bremse wieder leicht locker. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Man kann nicht am Anfang des Curbs, weil dann wird der Wagen sehr instabil, man kann so seitlich auf den Curb hochfahren, da anfangen zu bremsen und dann schräg wieder runterfahren in die nächste links. Aber das muss man halt auch trainieren. Ich versuche es zu vermeiden, weil wenn du den falsch erwischt, hüpft der Wagen auf der rechten Seite. Du hast auf der rechten Seite kein Grip mehr und kommst voll in Probleme. Ja, okay. Also lieber weglassen am Anfang, also seitlich ranfahren nur. Und ja, wie soll ich die nächste erklären? Da bin ich auch leicht auf der Bremse, versuche den Curb. Das Ding ist, ich lasse immer schön alles dezent in ein Achtel durchlaufen. Ja, okay. Ich komme jetzt gerade bei dieser Ausfahrt, komme ich raus, weil sonst wird das zu stressig mit Pause und wir müssen immer dasselbe finden. Ja. Also das habe ich verstanden, das ist erstmal, sind gute Anhaltspunkte. Ich fahre jetzt gerade erstmal die Gerade runter und jetzt fahre ich über den Hügel und dann runter wieder in die Senke zur nächsten. Genau. Ja. Warte, zur nächsten. Du fährst jetzt wieder hoch leicht, wo dieses rechts-links kommt, ne? Nee, ich bin jetzt oben schon aus der Geraden, bin ich raus und ich fahre hinten auf die Kombination, wo ich immer bei der zweiten Kurve zu spät bremse.
Okay, ja, aber ganz wichtig, spul noch mal ein bisschen zurück, wo du rauskommst von dieser komischen Kurve. Ja. Auf diese kurze Gerade. Spul da noch mal hin. Ja, habe ich. Da hast du doch so eine riesen Auslaufzone mit Sand auf der rechten Seite. Genau. So, ich habe das hier jetzt nicht gemacht, aber da kannst du theoretisch voll auf diesen breiten riesen Curb drauf fahren. Ja. Bevor der Sand kommt, das kannst du alles mitnehmen, ohne Incidents. Ah, okay, super. Das kann man theoretisch alles mitnehmen. Da kriegst du keine Strafe, gar nichts. Und dann fährst du schräg, dort, wo die andere Strecke eigentlich mit drauf kommt, kannst du dann wieder auf die normale Strecke fahren. Genau, das sehe ich gerade bei dir. Das hast du so leicht gemacht. Ja, ich habe es nicht richtig gemacht. So, dann halt mal, bevor die erste rechts kommt, nach dieser kurzen Geraden. Ich bremse, da habe ich ein bisschen zu früh gebremst, bei diesem 100er-Schild ist das, glaube ich. Nee, 200er-Schild, da habe ich gebremst, da muss ich immer mit dem GTE bremsen. Aber du kannst einen Tick später, glaube ich, bremsen. Das ist die erste weiße Linie, die schräg über die Strecke geht. Jo, ich lasse schön in ein Achtel weiterlaufen. Ganz schnell. Ja, genau. So, dann kommt die erste, bist du da noch? Die erste rechts von der langsamen. Jo, jetzt in ein Achtel, jetzt fahren wir erstmal ganz gemütlich darauf zu. Jetzt bin ich beim 200er-Schild gleich. Ja. Und dann sehe ich deinen Bremspunkt. Ist, glaube ich, ein bisschen zu früh. Du kannst, glaube ich, ein bisschen später. Ja, du hast schon vor 200 gebremst. Ja. Genau. Dann bremst du halt an. Und lenkst halt im Bremsen, also wahrscheinlich ganz zärtlich, genau, dann lenkst du schon ein. Ganz zärtlich, genau, lass rollen, da gebe ich schon keine Bremse mehr, im Apex lasse ich rollen. Ja, genau. Gib schon wieder nach dem Apex fast wieder Vollgas. So drei Viertel, manchmal Vollgas, je nachdem, ich muss mich da ja auch rantasten mit dem Auto. Ja. Dann weiß ich auch nicht, wo ich hier bremse, ich habe sehr früh gebremst, weiß ich nicht. Und dann kommt's jetzt, wo der linke Curb ist. Und der da aufhört, da versuchst du erst in die Kurve reinzulenken. Ja, das sehe ich gerade. Man sieht ja auch so ein bisschen auch den Abrieb von den Reifen. Ja, genau. Ja. Und dann treffe ich eigentlich relativ gut den Apex von der rechts. Ja. Von der langsamsten Kurve eigentlich. Lass mich dann auch schön raustragen. Bin da schon wieder halb und dreiviertel auf dem Gas. Und wenn ich merke, das kommt mit dem Ausgang sehr gut hin, gehe ich volle Pulle drauf. Voll rein, ja. Und versuchen gerade halt zu lenken, also so gerade wie möglich wenig zu lenken, weil sonst kommt dir das Heck. Nimm schön den Curb mit. Am Ende fahre ich dann vom Curb auf die Straße, auf die Strecke. Ja, und dann fahre ich die gerade runter. Da können wir wieder ein bisschen schneller machen, wenn du willst. Ja, mache ich. Okay. Hier ging es ja auch eigentlich erstmal nur um den Bremspunkt bei mir. Ja. Da kannst du dich dann irgendwann, du siehst ja, dass ich hinter den LMP fahre, auf die rechte Seite rüberziehen, weil rechts musst du dann auch anbremsen. So, hier bremse ich beim 100er-Schild an. Ich weiß nicht, ob das richtig ist mit dem GT3. Das habe ich halt immer mit dem GTE gemacht. Aber da kann man sich ja langsam rantasten. Da kannst du dich auch langsam. Später noch. Also da, ja, ich glaube auch. Da kannst du viel später, da kannst du nach dem Strich. Okay, ja, okay. Ja. Danke für die Info. Ja, kein Problem, habe ich schon ausprobiert. Ja, und dann versuchst du halt innen, da kannst du sogar leicht über die Wiese bei dem Grün, bei dem Links. Ja. Kannst du eigentlich, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber ich weiß das vom GTE, kannst du leicht links über die Wiese mit dem Auto rüberfahren und bei dem Ausgang wieder, bei der rechts. Da nimmst du den Curb innen mit, versuchst du auch schön den Ausgang dann zu treffen und gibst dir wieder Vollstoff. Ja, die Kombination ging eigentlich ganz gut runter bis dato. Ja, habe ich auch gesehen, ja. Ja. Bei dir. So, hier kannst du dich mittig der Strecke halten, mit leicht rechts lenken und dann visierst du, wenn du irgendwann hinten dann siehst, die Strecke wieder siehst, wo es in die Senke geht, versuchst du ein bisschen links rüber zu den Curbs zu kommen, um dann für die letzte Kurve den besten Winkel für den Apex zu haben. Ja. Also nicht zu spitz dann reinfahren, wenn du zu weit innen bist. Dann lieber wieder weiter die Möglichkeit hast du, nach links lenken, sodass du eine bessere Linie hast. Ja. Und dann, ich weiß jetzt nicht, wie es mit dem GT3 ist, versuchen, nicht den inneren Curb mitzunehmen, könnte das Auto unruhig werden. Aber ich weiß das nicht 100%. Ja, das kann ich dir sagen, macht er. Okay, alles klar. Habe ich schon ausprobiert für dich. Ja. Danke. Kein Problem. Und dann nächste Runde dann halt. Ne? Und jetzt lass jucken.
Ja, lass jucken. Mal gucken, ob man das reinkriegt. So, es gibt 2, 3 Kurven, der geht noch nicht so gut. Mal sehen. Was bist du so gefahren, Xentrin, bis dato? Eine 21.3, glaube ich. 21.3. Hm. Na, dann gehen wir mal rein in die Olga. Oh, der klingt aber auch. Ich mag den Sound vom, von dem Wagen. Richtig geiler Sound, ja. Ja, der Mercedes klingt bullig. Ja. Na, dann peile ich mal eine 22 irgendwie an, mal gucken. Lupf mal bitte kurz, lass den mal hinter dir vorbei. Car right. Clear on the right. Und erste Runde immer ein bisschen vorsichtiger mit den GT3s in iRacing wegen den blöden Reifen. Ja. Ach guck mal, die Telemetrie haut gar nicht hin. Ich glaube, ich muss mein Overlay, glaube ich, mal updaten. Da gibt es bestimmt eine neue Version oder so. Funktioniert gar nicht. Ein paar technische Probleme heute, du. You got a slow car on the right. Go left. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass die Telemetrie nicht funktioniert. Ich glaube, das hat sich ist schon wieder abgeschmiert hier. Ah ja. Da kannst du früher die Lenkung aufmachen, dann passiert dir das nämlich nicht. Nämlich, was ich gesagt habe, du kannst da richtig auf den Curb drauf fahren. Ja. Volle Kanne rechts. Da muss ich auf jeden Fall nochmal ein bisschen nachkorrigieren. Okay. Aber ich fühlte mich gerade gar nicht so unsicher. Sorry für die technischen Probleme da draußen. You got the black flag. They caught us speeding on pit road. We need to make a stop and go. So mal kurz in die Boxengasse. Ich habe Jeff hat gerade so komische Sachen erzählt. Irgendwas mit Stop and Go. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe, glaube ich, nur den Pit Limiter vergessen. Huch! Was hast du gerade auf dem Schirm, Xentrin? Immer noch 1,21? Ne, 1,27. Okay.
Der ist doch nicht zufrieden, wenn er meine Zeit nicht schlägt. Da ist mir das Auto abgeschmiert. Glücklicherweise kommt gerade keiner. Puh, das ist also, um das Auto zu halten, ist das gar nicht so einfach hier. Verstehe ich auch, warum Leute sagen, dass sie schwer ist. Also grundsätzlich das Auto in der Spur zu halten, ist nicht so einfach. Naja, dann gucken wir mal. Da muss ich auf jeden Fall noch einen angenehmen Mittelweg finden, um da durchzukommen. Aber das ist einfach, also, wow. Das ist schwer. Ich muss mir, glaube ich, mal ein neues Auto besorgen. Ich habe meins schon wieder in die Wand genagelt. Ich auch eben jetzt, ja. Es ist echt nicht einfach, ne? Ja, so, weil du halt vieles einfach nicht siehst. Weißt du, einfach dann aus dem FF zu wissen, okay, jetzt muss ich einlenken, das dauert halt ein bisschen, ne? Aber mir geht es eher darum, dass das Auto doch relativ unstabil wird. In gewissen Passagen. Hm, jetzt habe ich es auch abgeschmiert. Ja. Ich auch, nochmal gleich hinterher. Super Training heute, aber deswegen trainiert man ja auch, ne? Damit man genau solche Sachen nachher im Rennen nicht hat. Okay, gehen wir nochmal rein in das Ganze. Wie fährst du mit vollem Tank eigentlich, oder? Ja, ja. Okay. Volle Kanne. Interessante Strecke auf jeden Fall. Also wirklich sehr interessant. Ich finde sie aber geil. Macht sie Spaß. Ja, ich finde sie... Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe an iRacing auch Spaß gefunden, das zu fahren. Es ist anders als ACC, aber es macht Spaß irgendwie. Also durch das Force Feedback von iRacing fühlt sich das mal an, als wenn du die Achse im Walde fährst irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Das ist so rabiat. Möchte ich sagen. Slow down. You got a penalty for cutting the course. They say you cut the course. You'll have to slow down and give up the time gains. Okay, gucken wir mal. So ein, zwei Schwierigkeiten sind noch da, aber fühlt sich trotzdem erstmal gut an.
Die Obenbremse auf jeden Fall noch viel zu hart. Boah, das ist wild. Das ist wild. ...1,24 bin ich gefahren. Ja, ist doch schon mal okay. Oh, Mensch! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe iRacing ein bisschen vermisst. Jetzt die letzte Woche. Ich habe es ja letzte Woche nicht so intensiv, bin ich nicht gefahren. Ja, es macht doch wieder Spaß, ne? Ja, es ist irgendwie immer wieder ganz cool. So. Bisschen früher bremsen. Ja, habe ich gerade gemerkt. Ich teste mich da gerade noch so ein bisschen ran. Ja, wieder verbessert. Ich mir mal Herrn Hilpert an. Der auch so eine Audi-Liebe hat. Der Audi sieht schon schön aus. Oh ja. Oh ja. Ich weiß gerade gar nicht, mit wem ich mich hier vergleiche in der Zeit, aber ich glaube, das ist nicht meine. Im Delta. Du kannst, was steht denn bei dir? Was, wie heißt die denn, diese Delta-Zeit? Referenzcar. Nee, dann drück mal Tab. Hast du eine Tastatur in der Nähe? Ja. Yeah. Und versuch mal auf Session zu kommen. All-Time, Comparison, Session Best Lap. Genau. Ja, ich habe mich gerade erstmal ganz kurz in die Wand genagelt, weil ich... Ja, gibt unendlich viel Autos. Ich wollte ein bisschen weit raus, ne? Oh, Pete, schon wieder so knapp. Kleiner Tipp, Xentran. Ja? Diese enge Kurve, da fährst du bis zum linken Curb und da drehst du erst in die Kurve rein. Okay. Guck ich mal beim nächsten Mal. Also so in die Richtung, nicht genau dort und dann 90 Grad rum, ja, sondern... Ja, schon klar, aber... Wer weiß, was ich meine. Ja. Oh! Okay, habe ich noch? Nee, habe ich nicht.
Ist gut. Hab ich doch. Hab ich nicht. Ja, du, ich sag mal. Ich hab ihn. Ich sag mal so, in allen anderen, also ACC hätte ich ihn gehabt, aber iRacing ist halt nicht ACC, ne? Jo. Ich habe mir übrigens eine neue Halterung für meine Base geholt. Die sollte morgen ankommen. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe jetzt so eine richtige, nicht so eine zusammen DIY geschusterte. Da bin ich mal sehr darauf gespannt, ob das einen großen Unterschied macht. Cool. Darf man sagen oder darfst du mir verraten, von wem? Ja, von SimLab. Ah, okay. Oh. Entschuldigung. Oha. Den habe ich gerade gar nicht gesehen. Ich bin so gewohnt, in der Mitte immer so ein Radar zu haben. Da muss ich mich immer erstmal dran gewöhnen. Ja, die sollte morgen kommen. Da muss ich mal gucken, dass ich die Woche. Ja, musst du ein bisschen früher bremsen, Stefan. Entschuldigung. Ja, alles gut. Was peile ich denn an? 1,23? 1,22? Was wäre denn so eine akkurate Zeit? Also, wir versuchen dich noch auf 22 zu kriegen. Jetzt bist du bei 24. Sehe ich das richtig? Ich muss mal hinscrollen. Ja, 24,2. Ja, kriegen wir dich erstmal auf 22. Hoch. Das kriegen wir hin. Hoffentlich wird das kein langer Abend, ey. Nein, alles gut. Come in for the black flag, or you'll be disqualified. Ja, hier verliere ich auf jeden Fall viel Zeit oben. Ja, da kannst du viel, da brauchst du nicht zu viel auf die Bremse. Einfach, wenn du die Kurve siehst, einlenken, über den Curb fahren und dann schon wieder gerade lenken und am linken Curb bleiben. Car ahead. Car stopped ahead. Ja, die nimmst du gut, die ganz enge. Die sie. Ja, da fühle ich mich auch sicher. Ich habe jetzt eigentlich nur noch eine einzige, wo ich mich nicht so wohl fühle. Alle anderen gehen eigentlich, würde ich sagen. Vielleicht noch nicht ganz so schnell, aber wohl. Ja. Die da oben, ne? Die zweite Blinde, ne? Ja. Wo du immer aussteigst und das Auto rumschiebst. Ja. Arschloch. Was? Feels good, man. Merkst du, wie weit du da raus kannst? Ja, bergig. Aber es ist auch ganz schön hart vom Force Feedback her. Ja, aber da kannst du, um halt nicht viel zu lenken, kannst du da schön raus, sonst bricht dir nämlich schnell das Auto aus. Und die nimmst du immer. Jedes Mal, also am Anfang immer verbremst, aber jetzt nimmst du sie immer gut, die Enge rechts. Guten Lehrer gehabt, du. You need to serve that black flag. Oder bin ich aber ganz schön rumgerutscht gerade, du.
You got a slow car on the left. Go left. Ich bin bei 1:22:09. Echt? Ja. Wird mir nicht angezeigt. Ja, die wurde wahrscheinlich nicht gewertet wegen irgendwas vielleicht. Könnte sein. Weil ich habe nämlich eine Black Flag aktuell. Ach, deshalb kriege ich keine Zeiten angezeigt, ja. Dann musst du die absetzen in der Box. Box ist auch nochmal so ein Thema für sich, die Einfahrt. Ja, aber ich sehe deine Zeiten nicht, weil die werden jetzt auch bei dir nicht mehr gewertet, solange du die Black Flag hast. Ich bin schon mit 1:22 gefahren. 1:22:09 bin ich gefahren. Kann man anbieten, würde ich sagen. Kann man anbieten? Kann man anbieten, würde ich sagen. Klingt besser. Ah, jetzt bin ich auf live. Gut, siehst du, ich war die ganze Zeit noch in den Rundenmenüs drin. So, dann gucken wir mal, was der gute Xentren macht, ne? Der fängt ja heute, hat ja heute quasi angefangen, der Lübbel. Herr Hilbert. Was haben wir denn hier? Bestzeit ist 1:20:03. Ja. Sehe ich gerade. Eieieiei. Naja. Also, passt mal auf. Ihr da draußen. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Und in der nächsten Episode, das wäre, glaube ich, Episode 4, greifen wir die 1:21 an. 1:22:09 sind wir gefahren. Wurde nicht gewertet wegen Black Flag. Aber ich denke mal, da ist noch sehr viel Luft nach oben. Also ich würde mich jetzt hier an der Stelle bei euch da draußen abmelden und wir sehen uns in der nächsten Episode und dann wird angegriffen. Jungs? Rinjauen! Macht's gut, ne? Ah, das funktioniert immer wunderbar mit euch. Also, nächste Episode. Wollt ihr jetzt noch Tschüss sagen? Jo, tschüss, ja, und tschüss, Glocke, ne? Aktivieren, ne? Genau, ring, das ring. Kappa. Du musst Kappa sagen. Reini. Kappa. Gut.